Hallo, in diesem Video wollen wir uns anschauen, was für verschiedene Anspruchsgruppen oder auf Englisch Stakeholder es in Betrieben gibt, interne und externe, und wie jeweils die Interessenlage dieser Stakeholder aussieht. Das hier ist die grobe Überblicksgrafik. Sie sehen, es gibt interne und externe Stakeholder. Interne sind eben die in der Mitte, Manager und Mitarbeiter, und die externen sind die, die im Kreis außen rum sind. Wir gehen einfach mal nacheinander durch. Die erste Gruppe der internen Stakeholder sind die Manager. Manager, klar, leiten den Betrieb und erhalten im Gegenzug eine Vergütung. Was für Interessen haben die? Klar, Macht, also Sachen wie Macht, Einfluss, Selbstständigkeit, Entscheidungsautonomie und alles, was wir gleich noch bei den Mitarbeitern sagen werden. Das sind die Interessen, die die Manager haben. Und wenn wir da nochmal in die Mitte gucken, gibt es noch eine zweite Gruppe der internen Stakeholder. Das sind die Mitarbeiter. Mitarbeiter stellen dem Betrieb ihre Arbeitsleistung zur Verfügung und erhalten im Gegenzug eine Entlohnung. Und typische Interessen der Mitarbeiter, die gleichzeitig auch Interessen der Manager sind, sind so Sachen wie hohe Einkommen, sichere Arbeitsplätze, Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentfaltung, zwischenmenschliche Kontakte, schätzen einige Leute, Status, Aufstiegsmöglichkeiten, Anerkennung, Prestige, all solche Sachen sind die Interessen der Mitarbeiter. Und dann gehen wir auch schon über zu den externen Stakeholdern. Da gibt es einmal die sogenannten Eigenkapitalgeber. Eigenkapitalgeber sind die Leute, die unserem Betrieb ihr Eigenkapital zur Verfügung stellen. Man sagt auch Eigentümer oder Gesellschafter, Aktionär, Shareholder, je nachdem, was für eine Rechtsform wir haben. Jedenfalls, diese Gruppen von Leuten stellen das Eigenkapital für unseren Betrieb bereit und erhalten im Gegenzug Gewinnanteile. Und daraus können Sie sich schon ausrechnen, was diese Stakeholder für Interessen haben. Klar, Wertsteigerung des investierten Kapitals. Im Endeffekt ist es ja eine Investition. Und dementsprechend hohe Gewinne und damit verbunden eine hohe Verzinsung des eigenen investierten Kapitals. Denn je mehr Gewinn das Unternehmen macht, desto mehr Gewinnanteil bekommt der Eigenkapitalgeber. Aber auch so Sachen wie Erhalt und Selbstständigkeit des Unternehmens, denn nur dann kann man ja auch wirklich sicherstellen, dass man wirklich auch Einfluss nehmen kann und auch immer wieder sicherstellen kann, dass man entsprechend Gewinnanteile kriegt. Und Entscheidungsautonomie ist auch für die Eigenkapitalgeber wichtig. Die zweite Gruppe der externen Stakeholder, die wir hier haben, sind dann die Fremdkapitalgeber. Fremdkapitalgeber stellen den Betrieb Fremdkapital zur Verfügung und erhalten im Gegenzug Zinsen. Das könnte zum Beispiel eine Bank sein. Und typische Interessen der Fremdkapitalgeber sind einmal die Sicherheit der Kapitalanlage, dass es also nicht zu riskant ist, und dann auf der anderen Seite aber auch eine hohe Verzinsung und basierend auf hohen Gewinnen. Die nächste Gruppe der externen Stakeholder, die wir haben, sind die Lieferanten, also auf der einen Seite des betrieblichen Transformationsprozesses. Von den Lieferanten erhält unser Betrieb Güter, und mit diesen Gütern können wir dann weiter Sachen produzieren. Und im Gegenzug erhalten die Lieferanten eine Bezahlung. Was haben die Lieferanten also für Interessen? Einmal klar, stabile Lieferbeziehungen und gute Verkaufskonditionen und natürlich auch sowas wie Zahlungsfähigkeit der Abnehmer. Also die wollen natürlich auch sicher sein, dass wir die Waren bezahlen können, die wir bekommen, die wir von ihnen kaufen. Nächste Gruppe der externen Stakeholder auf der anderen Seite, Staat und Gesellschaft hier, es ist so ein bisschen übergreifend, es ist nicht unbedingt eine Personengruppe, kann aber auch sein, je nachdem, was für ein Betrieb es ist. Der Staat und die Gesellschaft allgemein stellen unserem Betrieb eine Infrastruktur zur Verfügung und erhalten im Gegenzug Steuern. Das ist ganz vereinfacht. Und typische Interessen, die Staat und Gesellschaft eben an unserem Betrieb haben, sind hohe Steuerzahlungen, weil dann die Gesellschaft mehr Steuern zurückerhält, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, hohe Beiträge zur Infrastruktur und zur Kultur, Einhaltung von Rechtsvorschriften und Normen und Schutz der Umwelt. Und das sind alles Sachen, die Staat und Gesellschaft eben an unserem Betrieb interessiert und auch versucht, Einfluss zu nehmen bei uns. Nächste Gruppe der externen Stakeholder sind die Konkurrenten. Ja, auch die Konkurrenten gehören zu unseren Stakeholdern. Nicht unbedingt, weil sie direkt beeinflussen können, was wir machen, aber klar, je nachdem, was die Konkurrenz macht, müssen wir vielleicht nachziehen. Und
Was für eine Interessenlage hat die Konkurrenz? Klar, die wollen erfolgreich sein, am besten zu Lasten unseres Erfolgs. Aber die Konkurrenz ist auch daran interessiert, dass wir unter fairen Spielregeln agieren, also nicht unfair irgendwelche Wettbewerbsvorteile durchsetzen können. Und dann als letzte Gruppe der externen Stakeholder haben wir die Kunden. Die sind, wenn Sie hier auf das Bild schauen, auf der anderen Seite des, also quasi quer gegenüber von den Lieferanten. Und das bezeichnet eigentlich ganz schön diesen betrieblichen Transformationsprozess. Die Lieferanten liefern Inputgüter und dann in unserer Firma in der Mitte wird das durch unsere Manager und Mitarbeiter eben transformiert und am Ende unsere Kunden weiterverkauft als Outputgut. Und diese Kunden leisten eben Zahlungen an unseren Betrieb und erhalten im Gegenzug unsere Produkte. Und typische Interessen, die Kunden haben, sind natürlich qualitativ hochwertige Produkte, verlässliche Produkte, Produkte mit zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und auch ein guter Service nach dem Verkauf. Und warum haben wir uns das Ganze jetzt angeschaut? Wie Sie jetzt hoffentlich gemerkt haben, gibt es ganz schön viele verschiedene Stakeholder-Gruppen, also viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen oder Gruppen von Leuten, die in irgendeiner Form ein Interesse daran haben, was in unserem Betrieb geschieht, erstens, und zweitens, die aber auch mehr oder weniger stark beeinflussen können, was in unserem Betrieb geschieht. Und das sollte Ihnen jetzt klar machen, wie kompliziert es sein kann, als Betrieb aufzutreten in der Gesellschaft, weil es eben so viele unterschiedliche Interessenlagen gibt. Was für den Manager gut ist, ist nicht unbedingt für den Mitarbeiter gut. Was für den Eigenkapitalgeber gut ist, kann schlecht für die Lieferanten sein und so weiter und so weiter. Und der Betrieb muss eben, im Betrieb müssen wir eben versuchen, diese ganzen Interessen irgendwie auszubalancieren.